Guten Tag alle miteinander und willkommen zu einem Guide für Beginner sowie fortgeschrittene Spieler. In diesem Guide ist es unser Ziel, euch beizubringen, wie ihr an dieses Spiel herangehen solltet, um so einen besseren Spieler aus euch zu machen. Wer schon mehr Zeit in dieses Spiel investiert hat, sollte darüber nachdenken, zu den Profi-Tipps zu springen. Mein Name ist Dark Dirk und ich betreibe seit kurzem meinen eigenen YouTube-Channel. Und das Ganze ist in Kooperation mit dem Spieler Legendary, der laut Fortnite-Tracker einer der top-deutschen Spieler in Season 2 gewesen ist, dem Discord Fortnite Germany und dem YouTube-Channel Animatics entstanden. Gerne würden wir euch professionelle Spielmechaniken zeigen und euch Tipps und Tricks zeigen, die wir gerne selbst beim Einstieg gewusst hätten. Eines vorneweg, wer sich aktiv verbessern will, muss die Sache wirklich wollen. Damit meine ich, sich aktiv mit seinen Fehlern und Misserfolgen auseinanderzusetzen. Du solltest dir nach jeder gespielten Runde Gedanken dazu machen, warum du gestorben bist und was du hättest besser machen können. Diese Informationen solltest du in das nächste Spiel mitnehmen, um so einen stetigen Lernerfolg bzw. eine stetige Verbesserung zu erzielen. Merke dir, deine Fehler liegen immer an dir selbst und an niemanden anderen. Egal ob du Solo, Duo oder Squad spielst. Genug geredet, auf zu den Tipps. Der erste Tipp ist das Rausspringen aus dem Bus. Es gibt ein paar kleine Regeln, die ihr befolgen solltet und schon kommt ihr nicht mehr als letztes bzw. viel zu hoch zu eurem Ziel. Wählt euch früh genug euren Ort zum Abspringen. Als Beispiel, ihr wollt nach Pleasant Park fliegen und der Bus ist direkt über Pleasant Park, dann ist es nicht sinnvoll dort abzuspringen, weil ihr viel zu hoch reinkommen würdet und somit einen schlechten Start habt. Also sucht euch einen Absprungsort ca. 1,5 Kästchen vor eurem Ziel aus. Ich meine die Kästchen, die ihr seht, wenn ihr die Minimap aufmacht. Und geht dort steil herunter. Sollte ein tieferer Punkt leicht weiter vorne sein, dann wählt euch diesen Punkt aus. Probiert immer den tiefsten Punkt in eurer Umgebung für den Sturzflug zu wählen, da sich dein Fallschirm immer 23 Felder über dem Boden öffnet. Egal ob ihr über einem Berg oder einem Tal seid. Sollte euer Ziel sehr weit weg sein, könnt ihr die Leertaste spammen. Damit öffnet und schließt ihr ständig den Fallschirm. Ihr verliert kaum an Geschwindigkeit, aber fliegt wesentlich weiter. Sollte der Fallschirm einmal offen sein, könnt ihr an eurer Geschwindigkeit nichts mehr ändern. Das heißt, egal ob ihr euch zu Boden gleiten lasst oder euch probiert nach links und rechts zu bewegen, es ändert sich die Geschwindigkeit nicht. Zweitens, wo lande ich? Ihr wollt zum Beispiel nach Pleasant Park fliegen oder zu einem anderen Ort, der euch beliebt? Ihr fliegt zu einem Haus und ihr seht, ein Gegner fliegt auch dorthin. Dann geht lieber unten in das Haus. Warum, fragt ihr euch? Ganz einfach, ihr könnt keine Pumpguns oder Shotguns in einer Kiste finden. Diese werdet ihr aber im Häuserkampf benötigen. Solltet ihr ein Haus für euch alleine haben, geht lieber aufs Dach. Somit bekommt ihr noch mehr von eurer Umgebung mit und ihr erspart euch wertvolle Ressourcen, weil ihr euch nicht nach oben bauen müsst. Unser dritter Tipp ist das Sortieren eurer Waffen. Das heißt, sucht euch eure Waffenslots bzw. Tastaturbelegung genau aus. Ihr solltet eure Waffen immer auf dieselbe Taste legen, somit erspart ihr euch, mit der falschen Waffe in den Kampf zu gehen. Und ihr könnt für jede Situation sofort die passende Waffe wählen, ohne erst nachschauen zu müssen, auf welcher Taste diese liegt. Viertens, welche Items soll ich mitnehmen? Das kommt immer auf eure Spielweise an. Aber in der Regel sollt ihr eine Nahkampfwaffe wie eine Pumpgun oder Shotgun, eine Waffe für die mittlere Distanz wie eine AR und eine Waffe für die Entfernung haben, wie zum Beispiel eine Sniper, ein Jagdgewehr oder eine Armbrust. Dazu kommen natürlich Meds und oder Explosive Items. Im Squad ist es relativ einfach, da sich jeder einen Supportplatz frei halten kann. Im Duo oder Solo wird es schon schwieriger. Daher raten wir euch, schaut auf eure Situation, in der ihr euch befindet. Ihr seid immer in der Zone, dann werden Schildränge wichtiger sein als zum Beispiel Bandagen. Sollt ihr aber von Anfang an sehen, dass ihr weite Strecken zurücklegen müsst, nehmt lieber Items zum Heilen mit. Man kann zum Beispiel einen Raketenwerfer als Ersatz für eine Shotgun benutzen und ihr spart somit einen Itemplatz. Das sollt ihr aber nur tun, wenn ihr ausreichend Raketen habt und eure Spielweise daraufhin angepasst ist. Das gleiche gilt auch andersherum. Ihr habt einen Raketenwerfer oder Granatwerfer, aber keine Raketen und findet Granaten. Dann nehmt lieber diese mit. Zumindest wenn ihr im Late Game seid, da ihr sonst einfach sinnlos einen Platz blockiert. Es gibt kein richtig oder falsch. Spielt mit den Waffen und Items, die euch am liebsten sind und mit denen ihr am besten zurechtkommt. Fünftens, Munitionskisten.
Ihr findet Munitionskisten oft versteckt unter Treppen, hinter Sofas, hinter Holzkisten und sogar in LKWs. Da sollt ihr euch jede Ecke genau anschauen und euch die Position der Boxen einprägen. Die Position der Munitionsboxen bleibt immer gleich, aber es muss nicht immer eine an der Position vorhanden sein, genauso wie es bei den normalen Lootkisten ist. Sechstens, aufgepasst fallen. Vor einigen Updates ist die Möglichkeit dazugekommen, Fallen nicht nur am Boden, sondern auch an Wände und an die Decke zu platzieren. Vor allem, wenn ihr ein Haus betreten wollt, solltet ihr euch vorher die Decken anschauen. Das Problem hierbei ist, selbst wenn ihr die Fallen überleben solltet, habt ihr in einem Kampf so gut wie verloren, da die Falle 125 Schaden macht. Dazu kommt, dass eure Position an den Spieler, der die Falle platziert hat, verraten wird. 7. Raritäten der Items. Es gibt 5 unterschiedliche Variationen von Waffen. Grau, Grün, Blau, Lila und Gold. Wobei hier Grau die schlechteste Variante ist und Gold die beste. Es gibt alle Waffen nur in bestimmten Variationen. Zum Beispiel die M4 bzw. Salve gibt es nur in Grau, Grün und Blau. Erst wenn ihr eine Scar findet, ist diese Lila oder Gold. Die Farben bzw. Stufen unterscheiden sich in 3 Dingen. Präzision, Schaden und Nachladegeschwindigkeit. Als Beispiel das Sturmgewehr mit dem Salvenschuss. Es macht in der grauen Variante 27 Schaden und hat eine Nachladegeschwindigkeit von 2,9 Sekunden. In der grünen Variante macht es 29 Schaden und hat eine Nachladegeschwindigkeit von 2,7 Sekunden. Und in der blauen Variante macht das Sturmgewehr 30 Schaden pro Treffer und hat eine Nachladezeit von 2,6 Sekunden. Dazu kommt, dass man goldene Waffen wesentlich seltener finden kann als graue oder grüne Waffen. Somit Augen auf beim Waffen sammeln, um im Kampf einen kleinen Vorteil zu haben. 8. Heilung und Schilde. Es gibt verschiedene Arten von Heil-Items bzw. Schildtränken. Unter anderem Bandagen, Medikits, kleiner Schildtrank, großer Schildtrank, Schlürftrank und der Jack-Jack. Bandagen heilen euch auf maximal 75 Leben. Jede Bandage gibt euch 15 Leben und braucht 4 Sekunden, um diese zu benutzen. Ein Medikit heilt euch immer auf 100 Leben und braucht 10 Sekunden, um es zu benutzen. Ein kleiner Schildrang gibt euch 25 Schild und braucht 2 Sekunden, womit ihr auf maximal 50 Schild kommen könnt. Ein großer Schildrang gibt euch 50 Schild und braucht 5 Sekunden. Ein Schlürftrank gibt euch 25 Leben und 25 Schild und braucht 2 Sekunden. Und ein Jack-Jack gibt euch immer volles Leben und volles Schild zurück. Und dieser braucht 15 Sekunden. Unser 9. Tipp betrifft das Bauen. Viele, die neu anfangen, beachten nicht, wie wichtig das Bauen in diesem Spiel ist. 2 Dinge vorneweg. Wir werden noch einmal bei den Profi-Tipps etwas genauer auf das Thema eingehen. Und ihr solltet euch die einzelnen Bauelemente auf Tasten legen, an die ihr gut rankommt und die euch beim Bewegen im Spiel nicht behindern. Man sieht leider sehr oft, dass Leute auf offener Fläche looten, sich heilen oder schießen ohne eine Art von Deckung. So etwas solltet ihr nach Möglichkeit vermeiden. Ihr müsst euch angewöhnen, sobald ihr beschossen werdet, euch einzubauen, um möglichst wenig Schaden in einen Kampf zu bekommen. Dazu kommt, dass Schüsse die meisten Gegner magisch anziehen und aus einem Kampf gegen ein anderes Team wird schnell ein Kampf mit 2 oder mehreren Teams. Dazu noch ein Tipp, der mir persönlich aufgefallen ist, wenn ich mit Beginnern gespielt habe. Ich baue mir Deckung, weil wir Gegner sehen oder weil wir beschossen werden und mein Teamkollege stellt sich dann immer direkt neben mich. Dieses Verhalten hat mehrere Nachteile und daher solltet ihr probieren, dies zu vermeiden. Erstens, die Gegner können ihr Feuer auf eine Stelle fokussieren, was wiederum den Kampf für euch selbst erschwert. Zweitens, ihr blockiert euch gegenseitig beim Bewegen. Drittens, ihr seht weniger von eurer Umgebung. Und viertens, durch das konzentrierte Feuer bekommt ihr kaum Möglichkeit zurückzuschießen, zumindest konzentriert. Fünftens, ihr lasst den Gegner mehr Möglichkeiten euch zu pushen, da ihr weniger Fläche abdeckt. Es gibt bestimmt noch ein paar andere Gründe, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Also zusammengefasst, probiert euch auf das Terrain so zu verteilen, dass ihr euch gegenseitig Deckung geben könnt und gleichzeitig so breit aufgestellt seid, dass die Gegner sich entweder aufteilen müssen bzw. ihr Feuer nicht konzentrieren können. Pieken nach Möglichkeit immer von rechts. Ihr kennt bestimmt die Situation, ihr seht einen Gegner und er sieht euch. Egal ob ihr hinter Bäumen oder in einem Haus seid. Probiert immer von rechts zu pieken, da ihr so weniger von eurem Körper zeigt und ihr auch mehr sehen könnt, wenn ihr nur eure Kamera bewegt. 11. Präzises Schießen. Vielleicht kennt der ein oder andere das schon aus anderen Spielen, dass ihr eure Präzision beeinflussen könnt.
Einmal mit angelegter Waffe und zusätzlich auch mit dem Ducken. Das heißt, wenn ihr im Ducken schießt, werdet ihr die Gegner genauer treffen können. Hier noch ein Tipp, selbst im Nahkampf, der Shotgun bzw. Pupgun könnt ihr einen Trick anwenden. Wenn ihr auf einen Gegner schießt, drückt ihr ganz kurz die rechte Maustaste, um die Waffe anzulegen. Somit erhöht ihr wieder die Präzision und auch den Schaden. High Ground. Probiert immer höher als der Gegner zu stehen. Es gibt euch eine Menge Vorteile im Kampf, egal ob es eure eigene kleine Basis ist oder ein Berg. Eure Vorteile sind, dass der Kopf wesentlich leichter zu treffen ist und ihr somit von Anfang an mehr Schaden austeilen könnt. Ihr seht viel mehr von eurer Umgebung als eurer Gegner und ihr könnt ihn somit wesentlich besser beobachten. Dazu kommt noch, dass ihr viel schneller in Deckung gehen könnt und euer Gegner müsste sich erst decken oder Wände bauen. 13. Rückzug ist keine Schande. Sollt ihr diejenigen sein, die den schlechteren Platz für einen Kampf haben, solltet ihr euch zurückziehen und probieren, euch einen besseren Ort für den Kampf zu suchen. Das gilt natürlich auch, wenn ihr zu diesem Zeitpunkt zu wenig Baumaterialien oder ähnliche Probleme habt, um den Kampf erfolgreich zu beenden. 14. Ressourcenabbau. Die meisten unterschätzen, wie viel Ressourcen man wirklich in einem Kampf braucht. Es ist nicht selten, dass man im Kampf zwischen 300 bis 500 Ressourcen verbraucht, zumindest gegen bessere Spieler. Daher sollt ihr schon in den Häusern anfangen, Ressourcen abzubauen. Zerschlagt Sofas, Regale, Kommoden, Schränke, Betten, alles was ihr so findet. Die meisten Möbel benötigen nur einen Schlag und ihr bekommt beim Vorbeigehen zügig einige Baumaterialien für den Anfang. Sollt ihr Bäume oder ähnliches abbauen, dann sollt ihr immer auf den blauen Punkt schlagen, der somit schneller das Objekt zerstört und ihr somit schneller die Ressourcen absammelt. 15. Zonendamage. Probiert natürlich nach Möglichkeit immer rechtzeitig in die Zone reinzugehen. Solltet ihr das nicht schaffen, habt ihr zumindest schon mal einen kleinen Anhaltspunkt. Die erste Zone macht 1 Damage, auch wenn sie angekommen ist. Die zweite Zone macht 2 Damage, auch nur wenn sie angekommen ist. Das heißt, solange sie noch unterwegs ist, macht sie 1 und wenn sie angekommen ist, 2. Die darauffolgenden machen halt immer mehr Damage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass ihr einiges mitnehmen konntet. Falls euch das noch nicht gereicht hat, dann schaut euch gerne noch die Profi-Tipps an. Diese werde ich in den nächsten Tagen hochladen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst und schaut auf unseren Discord-Server Fortnite Germany und auf den YouTube-Kanal Animedix vorbei. Die Verlinkung findet ihr in der Videobeschreibung. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.